Hallo und Sayonara. Willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Als ein kleiner Fan der japanischen Kultur liebe ich Bento-Boxen. Ich habe verschiedene Bento-Boxen aus Plastik im Einsatz und ich habe mir jetzt eine aus Holz gekauft von einer Firma namens AOC, wie auch immer man das ausspricht. Eine kleine japanische Bento-Box aus Holz. Und will euch die mal zeigen. Mal ein Unboxing. Da, weg ist es. Und, upsa. So, da ist die Box. Das ist ein kleines Kästchen. Wird nur zusammengehalten durch diesen Gummi. Und den mache ich jetzt mal weg. Und Papier. Ach, ist ja nett. Eine Box. Hier ist ein bisschen Besteck drin. Eigentlich gar keine. Schon. Messer, Quatsch, Gabel und Löffel. Eigentlich hätte ich jetzt Stäbchen erwartet, Freunde aus Japan. Aber na gut, es sind halt diese Sachen. Und oben der Deckel hier zugemacht, wackelt ein bisschen. Und hier nochmal ein Holzdeckel. Und das ist schön. Hier ist noch so eine Abtrennung drin, dass man hier quasi sein Reis oder andere Sachen einfüllen kann. Das ganze Zeug hält natürlich keine Flüssigkeiten aus. Gut, die Bento-Box, also eine Bento-Süppchen-Box ist es nicht. Es ist eine klassische Holzkiste. Und wenn man sie nicht zum Essen brauchen kann, kann man sie auch für den Schreibtisch verwenden, um als Stiftebox gehen zu lassen. Gefällt mir gut, schön gemacht. Nein, Holz riecht auch nicht. Wie gesagt, vielleicht wird man noch einen zweiten Riemen brauchen, damit das Zeug auch dicht hält. Der Gummi hier ist ganz okay. Ja, hält. Aber Suppe, Suppe geht nicht. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Okay, das war's. Danke und ciao.